Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Boah, ist das wir. Und zwar gibt es ein neues Update, richtig geile Sache. Und zwar gibt es erstmal einen neuen Border. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier schon irgendwie unten sehen kann. Nee, kann man noch nicht sehen. Okay, da kommen wir erst in ein paar Tagen wahrscheinlich erst raus. So, dann gibt es auf jeden Fall ein neues Aussehen für Bow. Richtig cool. Ein neues Aussehen erstmal für Bow. Und auf jeden Fall zwei neue Skins. Erstmal ein Skin für Nita, der ist glaube ich noch nicht irgendwo zu sehen jetzt hier, nee. Und ein Skin für Penny. Ich muss aber Penny finden. Bin zu blöd, Penny zu finden. Wo ist denn die? Da. Da gibt es einen Häschen-Penny-Skin. Den gibt es aber erst in 3 Tagen und 13 Stunden. Okay. So, auf jeden Fall wurde auch jetzt hier das der News-Button nach links geschoben worden. Der war irgendwie rechts da irgendwo, auf jeden Fall da irgendwo, keine Ahnung. So, keine Ahnung, okay. So, auf jeden Fall habe ich auch noch die 3000 Pokale erreicht, somit habe ich auch Bow freigeschaltet, den ich euch jetzt auch zeigen kann. Ja, richtig geil auf jeden Fall, 3000 Pokale. Ab 4000, wenn ich mich nicht irre, kann ich meine erste Free Mega Box öffnen. Ich habe schon eine für 60 Gems gestern im Shop gehabt. Ich bin allererste geöffnet, da kein neuer Brawler. Mir fehlt jetzt immer noch die beiden oder zwei epische Brawler, Frank, Piper und auch die drei legendären. Naja, okay. So Leute, das war auch ein bisschen kleinen Brawl Stars Informationsvideo. Richtig geile Sache, richtig geiles Update. Hype ist auf jeden Fall da. In Clash Royale kam auch ein neues Update raus. Sollte auch ein Video schon online gekommen sein. Oder es kommt nach diesem Video, mal gucken. Und das war's mit dem kleinen Boss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.